Hallo und herzlich willkommen zurück zum neuen Let's Play von mir, und zwar dieses Mal wieder aus der Challenge zusammen mit dem lieben Gegner von dem LS-Profi, aka Justin. Moin. Und jo, wir sind gerade da dabei, wie ihr seht, bei den Kühen am Berg mit unserem neuen Spielzeug. Und der Herr Agrar bei einem Dingsbums ist wieder auf dem Hof, und wenn der Raudi auf dem Hof ist, dann schaut es nicht gut aus. Schauen Sie den an. Schauen Sie ihn an, wie er fährt. Wie gut, dass ich den Chef auf meinen Feldern habe. Der weiß ja, wie die Maschinen laufen. Ah, der legt man da schön in Silo. Das passt eigentlich. Perfekt und grazie. Ich bin ganz überlegen, Leute. Schreibt mal in den Chat, soll ich mir... Was soll er denn kaufen? Schreibt es gerne mal in die Kommentare, was er sich gekauft hat. Soll ich mir den hier kaufen, ey? Ich bin die ganze Zeit überlegen, als zweites Dings hier. Ich hab zwar schon einen, aber als zweiter halt. Hallo. Was ist so? Servus. Grüezi, 3000 für die zwei Fuhren. Mhm. Und Herrn LS-Profi, entweder sie bringen einen Hänger oder wir verteilen sie auf ihrem Feld. Ich bring doch gerade einen Hänger, Leute. Mach doch mal ganz chilly Milli. Ich bin aller Mann. Was? Ist raus. Ich komm jetzt mit dem Anhänger. So, danke. Chef. Ciao. Jetzt fix hier. Du bist aber auch hier. Ehrlich, ey. Wie schnell arbeiten die, Alter? Wie schnell wird denn das voll? So, Betten noch immer voll. Wow. Mach schon mal Platz, ey. Boah, das ist ein Penner, Alter. Dem will ich am liebsten so hart reinfahren. Sagst du, solche Leute kann ich ihn echt gar nicht ab. Wenn du rüberziehst und die Leute dann zu dir rüberziehen. Da krieg ich Pickel am Arsch, ey. Ganz ehrlich. Gindididi. Der Kollege und seine Einfälle. Ach, jo. So, fahr ich jetzt mit dem Anhänger dahin. Aua. Ui. Lol. Boah, ist aber gut voll geworden, der Laden, ey. Lol. Was löst? Irgendwo sparkt er gerade bei mir. Herr Kollege, steigen Sie mal in mein Fahrzeug bitte ein. Warte kurz, ich muss kurz abladen und Anhänger wohin stellen, dann kann ich sofort in deinen Anhänger, vor allem in dein Fahrzeug kommen. Was ist denn da los? Hallo. Ich bin... Komm gerade in dein Fahrzeug. Was ist denn? Hallo. Ach, hat sie, glaube ich, erledigt. Ist weggespackt. Oh, die tun auch direkt so. Ah, da tut der eine schon direkt an. Das ist gut. Die arbeiten noch richtig. Richtig gut, ne? Ah, ich krieg da halt noch die Boostel. Warte, ich komm grad. Na, passt schon, hat sie erledigt. Ah, ich bin da schneller als wie der schreiben kann. Da war, glaube ich, Stress. Ja, bei dem Spieler Anhänger.
Und da, wo der Herr Kollege da in meinen Stall das Stroh abgeladen hat, was, wie schaut's da aus? Ui, was hat er denn da für ein schönes Gerät gekauft, ey? Ja, weil der... Vielleicht ist das überhaupt Ihres? Das hab ich grad frisch gekauft. Boah, Grissi! Vielleicht gut, dass ich nicht so strenger Gegner bin. Du musst doch Bescheid sagen, wenn du was kaufst. Hab ich ja früher. Wann? Ist aber nicht schlimm. Hä? Wo läuft denn das raus? Auf! Ja, ich weiß nicht, da spackt. Ey, mach das Loch zu! Der spackt. Das Loch ist auf. Ach so, warte kurz. Ey. Ich spackt. Auf! Ich spackt. Hä? Irgendwie muss das Loch zugehen. Da ist doch kein Loch. Ah ne, falsches Loch. Hä, doch, der fällt doch durchs Loch raus. Aber da ist kein Schub. Hä? Schau doch, da ist doch kein Loch. Ich bin eine Scheißschaufel gekauft, Junge. Warte mal, bleib mal so stehen. Warte mal, ich hab ne Idee. Bleib mal so stehen. Bleib mal so stehen. So, kannst du weitermachen. Brauchst du kurz einen Screenshot. Sorry, das wusste ich aber aus. Hä? Was hast du denn da für eine... Du musst glaube ich eine andere Schaufel kaufen, weil da ist so ein Loch und ich weiß, wie man das zumacht. Übrigens, komm mal kurz mit, du hast ein Strohlager übrigens. Wie war's? Schau, jetzt funktioniert's. Ja moin. Aber wahrscheinlich war es über diesem Silo war. Ah lol. Lol. Was denn? Ich habe einen Fehler gefunden. Was denn für ihn? Hallo. Lol. Was ich mir aber auf jeden Fall kaufen lol. Muss, ist... Lol! Da gibt's eine... Boah. Wow, das habe ich nicht gewusst, tut mir leid. Alles gut. So. Herr Kollege, wenn Sie einmal einen Radlader für Ihr Ausmisten brauchen, sagen Sie Bescheid. Gibt's, auf jeden Fall. Gibt's aber gratis. Wer ist einmal Kollege? Ja, so, ja, was brauchen Sie? Was wollen Sie jetzt von mir? Sagen wir es mal so. Ich möchte mir gerne einen Autolaut-Ballenwagen kaufen. Für okay. Quaderballen. Das wäre? Hä? Ja, kann ich es machen. Jo, passt. Boah, hast du mich gerade erschreckt, Alter. Steht auf einmal auf meinem Hof, ey. Hast du gesagt, ich soll herkommen? Hä? Hast du gerade gesagt, ich soll herkommen? Wo du oben das Screenshot gemacht hast von meiner Schaufel. Nee, ich hab nur gesagt, soll stehen bleiben, damit ich das Screenshot machen kann. Also. Schauen Sie einmal. Ich muss Ihnen das vorzeigen. Was denn? Schauen Sie einmal unter die Schaufel. Da ist ja ein Loch. Ja. Och, Digga. Oh, Alter. Er muss den Pipi-Mann mal suchen, ey. Das hab ich ja nicht gewusst. Mann, Mann, Mann. So, wo ist der Strohlager? Da hinne, in der Nebenhalle. Wo? Buttons? I don't know. In der Nebenhalle. In der Nebenhalle? Warte, ich zeig's dir. Ja, bitte, Herr Kollege. Ey! Ich bin im Kran! Ich bin im Kran! Was ist der Kran? Guck mal! Hello, seit wann kann man da einsteigen? Ja, und hier ist dieses Heu-Ding, das Stroh-Ding. Hilfe, ich häng fest. Ich spack fest. Lol. Lol. Hier ist das Stroh-Ding und Heu-Ding. Hier kannst du es reinschmeißen. Wie bist du da aufgekommen? Kannst du einsteigen. Gibt's einen Trigger, wenn du guckst auf der Karte. Kannst du einsteigen.
Das habe ich nicht gewusst. Danke, Herr Kollege, für die Information. Ja. Sollte mal weniger Infos geben, ey, ganz ehrlich. Lol. Aber ich bin halt ein netter Kollege noch. Noch. Ja, ich finde die Farbe vom Anhänger cool. Ich weiß ja, wie ihr das findet, Leute. Ich finde die Farbe aber cool. Boah, Alter, der brüllt, Junge. Was denn? Hey, wenn er mit dem Rolling Gas gibt, Alter, der brüllt ihn ins Gesicht, Junge. Boah! Oh, nee, ey. Warum bin ich hier schon wieder übel zum Affen, ey? Und wie kommen wir mit dem Dinges da vorne? Oh, hier ist Unkraut. Schon wieder? Auf deinem Feld. Oh. Schmeckt. Mhm. Da komme ich nicht drum rum. So, Herr Kollege. Ja. Warten Sie mal kurz. Ich schaue kurz noch mein Fahrzeug. Aber dann könnten Sie eigentlich schon mit meiner Feldspritze das Unkraut entfernen. Würde das gehen? Wenn ich bei Justin fertig bin mit Zähnen oder Nico fertig bin mit Wickeln, ja. Passt. Aber zum Feldstellen. Zum Feld stelle ich Ihnen das, ja, selbstverständlich. Und welche Felder? 24. Ja. Und 55 wären das dann, bitte. Okay. Und Feld 14, abernten da seine Sojabohnen drauf mit Hängerstelle Ihnen um. Okay. Passt, danke. Gut, tschüss. Ciao. Sorry, hab vergessen, sagen damit ins Lüge. Alles gut, alles gut. Ich hab's gesehen. So, ich stell mal das einmal auf jetzt zum Ding. Da geht das eh schon wieder dahin. Wow, wow. Was denn? Ach, da, der Baumholzkollision. Was? Du mir die beiden Kollegen im Entwickeln ist, ne? Wer hat denn die kleinen Birken da eingesetzt? Weiß ich nicht. Die sind leicht im Weg. Fix einfach. Jo, schon. Und sonst geht's Ihnen, Herr Kollege? Ganz gut. Oh, Alter, der Spanngurte hier drauf. Oh, geil. Das ist geil. Das freut mich natürlich, Feli. Ich spüre die Ironie in ihrer Stimme. Was denn? Ich spüre die Ironie in ihrer Stimme. Warum? Ich habe nichts gesagt. Ich habe noch mal gesagt, das freut mich für dich. Irgendwo schmeißt schon wieder ein Fehler. Was, jetzt mal schon wieder die dritte Folge? Wow, jetzt bin ich Folge. Was, die dritte? Ja. Oh, schon. Die zweite Folge wird wieder 20 Minuten. Gehen, jo. Leute. Ihr könnt ja auch mal gerne schreiben. In die Kommentare. Wir müssen ja nur gucken, wie wir es zeitlich packen. Ob wir vielleicht mal mehr Folgen machen sollen oder weniger. Wahrscheinlich weniger nicht, aber mehr. Oder weniger. Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Wir müssen ja nur gucken, wie es bei uns zeitlich passt. Jo, schreibst das gerne mal in die Kommentare. So, aber dann ist auch die Folge schon wieder zu Ende, würde ich sagen. Schaut's beim lieben LS-Profi vorbei. Stürz nicht spionieren vergessen. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.